Okay, weiter geht's. Wir sind jetzt wieder in der Taverne angekommen und haben hier gerade den kleinen Funny Bones getroffen, den lustigen Gnom oder im Moment eher unlustig. Wir müssen uns jetzt leider seine Revue anhören. Dazu setzen wir uns hin oder sagen erstmal Hallo. Danke, danke. Es macht mir immer wieder Freude, von einem empfänglichen Publikum zu stehen. Es freut mich, Sie zu sehen. Das bedeutet nämlich, dass Sie nicht hinter mir stehen. Ah. Nett, Sie kennenzulernen. Ich habe an Ihrer Bekleidung erkannt, dass Sie kein gewöhnlicher Kerl sind. Ach, Punny Bones heißt er nicht Funny. Punny Bones, mein Name. Immer zu Scherzen bereit. Ich bin Berufskomiker. Okay, setzen wir uns mal hin. Guten Abend, meine Damen und Heringe. Mir ist auf dem Weg nach Mordavia etwas Lustiges passiert. Ich bin hierher gekommen. Ich bin auf den Gastwirt hier zugegangen und sage zu den Menschen: Wissen Sie, wie glücklich Sie sich schätzen können, dass ein so lustiger Kerl wie ich bei Ihnen wohnt? Der Gastwirt sagt: Nein, aber wenn Sie mir ein paar Schweinchen zeigen, kann ich so tun, als ob. Scheinchen zeigen, kann ich hier tun, als ob. Sie dürfen jetzt lachen. Was Lustigeres werden Sie in dieser Vorstellung sowieso nicht hören. Ich setze mich hin, um zu essen und bestelle Suppe, aber als der Ober sie bringt, sage ich: Herr Ober, in meiner Suppe ist eine Fliege. Der Ober sagt: Aber natürlich, das ist die Tagessuppe. Ja. Werde ich langsam taub oder wie kommt es, dass so viele Leute bei voller Beleuchtung einschlafen können? Jetzt aber mal ganz im Ernst, Leute. Vor ein paar Tagen bin ich zum Doktor gegangen und der hat gesagt, dass er eine gute und eine schlechte Nachricht für mich hätte. Was sind die guten Nachrichten, habe ich gefragt. Sie haben nur noch 3 Monate zu leben, sagte der Doktor. Das ist ja schrecklich. Was sind die schlechten Nachrichten, habe ich gefragt. Der Doktor antwortete: Ich heirate. Ich wusste doch, dass ich ein Publikum haben würde, als ich hier reinkam. Wie dem auch sei, zeigen Sie mir einen Mann mit 1 Million Kopeken und ich zeige Ihnen einen Mann, der reich ist. Hey, Sie brauchen sich dieses Zeug nur anzuhören, aber ich muss es sagen, ist ja auch egal. Vielen Dank, Sie waren wirklich ein großartiger Haufen leerer Stühle. Jetzt fehlt hier so ein Grillenzirpen eigentlich. Puh, der Gnom hat aufgehört zu sprechen, vielleicht ist er endlich fertig mit seinem Witz. Sie spielen mit dem Gedanken zu applaudieren, sind jedoch nicht ganz sicher, ob Sie die Pointe bereits gehört haben. Wie hat Ihnen meine Vorstellung gefallen? Ich war doch absolute Spitzenklasse, oder? Ist das hier ein Gast oder ein Friedhof? Ich habe mich ja auf Beerdigungen schon besser amüsiert. Sie waren wirklich eine große Hilfe. Hätten Sie nicht wenigstens etwas lauter lächeln können? Ja. Es ist an Abenden wie diesen, dass ich mir wie ein Vollidiot und ein Holzkopf vorkomme. Ich würde als Totengräber mehr Geld verdienen, aber das Showgeschäft aufgeben? Zu Hause? Wo ist zu Hause? Ich bin schon so viele Jahre unterwegs, dass ich Plattfüße habe. Ich ziehe dorthin, wo ich einen guten Witz erzählen kann und auch dorthin, wo ich es nicht kann. Ich wohne für eine Weile in diesem Hotel, bis ich etwas hier finde. Mein Zimmer ist das letzte auf dem Flur. Besuchen Sie mich ruhig einmal. Ich bin sicher, dass wir ein paar Gründe zum Lachen finden werden. Hey, meine letzte Tournee war ein großer Erfolg. Ich war schneller als die anderen, aber kein Geschäft ist so schön wie das Showgeschäft. Mit mir muss die Show weitergehen und weitergehen und weitergehen. Ich kenne 1 Million davon. Das Problem ist, dass ich mich an die meisten nicht erinnern kann. Und die, an die ich mich erinnern kann, hatten schon vor langer Zeit begraben werden müssen. Mein Witz war früher Gold wert. Oh, aber das ist eine lange Geschichte. Fragen Sie mich ein anderes Mal danach. Was sagst du zu dem Gnomen, Kumpel? Auch er ist ein Fremder hier in Mordavia. Hey, was bin ich denn? Unsichtbar? Wenn Sie schon hinter meinem Rücken über mich sprechen, dann haben Sie wenigstens den Anstand, mich dabei anzuschauen. Ich versuche, die Leute hier zu unterhalten. Wie kommt es eigentlich, dass Sie nicht an meiner Stelle auf der Bühne waren? Ich habe mir in meinem ganzen Leben noch niemals solchen Unsinn anhören müssen. Sie nennen das ein Leben? Gut, ich möchte gerne was zum Essen haben, oder nicht? Dann sage ich auf Wiedersehen. Sie gehen schon. Gute Nacht und danke für die Fische. Ja. Vielleicht kann ich doch was essen. Mal gucken. Ne, heute gibt es kein Essen. Dann gehe ich mal kurz in mein Zimmer. Weil ich müsste diesen Gnomen eigentlich nochmal persönlich sprechen, aber dafür müsste er eigentlich mal aus der Hauptstube hier, aus dem Schankraum hier verschwinden. Vielleicht
Vielleicht muss ich einmal rein und raus gehen. Ich teste es mal einfach jetzt. So. So, und jetzt besuchen wir mal im Zimmer. Das war hier hinten. Lauschen Sie an der Tür. Sie hören Bewegungen im Zimmer. Öffnen Sie die Tür. Ah! Eine schrille Stimme hinter der Tür sagt, versuchst wohl einzutreten und anzuklopfen, was? Na, vergiss es, ich bin hier der Einzige, der sich schlecht benehmen darf. Ja, kann ich mal rein, bitte? Eine Stimme hinter der Tür sagt, huch, Entschuldigung, sieht so aus, als ob ich den Zimmeralarm vergessen hätte. Ich hoffe, es hat Sie nicht zu sehr erschreckt. So. Guten Tag. Hallöchen, wie geht's uns denn heute? Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Ja. Oh Gott, geht's jetzt noch weiter? Als sie sich hinsetzen, ist ein peinliches Geräusch zu hören, das vom Stuhl kommt. Mhm, bestimmt ein Furzkissen. Funktioniert immer, jedes Mal der Wahnsinnsbrüller. Ja. Na, wie geht's, wie steht's? Schön, dich zu sehen. Nett, dass du vorbeischaust. Wo wir gerade beim Vorbeischauen sind, kennst du den vom schlechten Kellner? Hat auch immer an den Gästen vorbeigeschaut. Vorbeigeschaut, klar? Hätte ich nicht gedacht. Heutzutage hat niemand mehr einen guten Sinn für Humor. Nicht mal ich. Begrüß nochmal. Hey, komm rein. Lass dich bewirten in der Wirtschaft. Schön, dich kennenzulernen. Setz dich hin. Oh, das haben wir schon hinter uns. Ja, richtig. Ha, ha, ha. Sie erzählen von einigen ihrer Abenteuer. Was haben Sie da über die Rettung von Spielburg gesagt? Sie erzählen von ihren Abenteuern in Spielburg. Du bist also der Typ, wegen dem ich meinen Sinn für Humor verloren habe. Hättest du Baba Yaga das nicht angetan, dann hätte ich nie wieder den Witz erzählt, der sie dazu gebracht hat, mir meinen Sinn für Humor wegzunehmen. Siehst du, da haben sie nämlich. Das ist das, ein Huhn? Das Huhn scheint aus Gummi zu sein. Was ist Gummi, fragen sie sich. Dann überlegen sie, wie es wohl mit Knoblauch schmecken würde. Wir nehmen das einfach mal, ne? Das Gummi quietscht, als sie es in die Hand nehmen und drücken. Jetzt musst du sie behalten. So gut wie du hat sie schon lange keiner mehr quietschen lassen. So. Wir geben ihm den Witzlutscher. Ach ne, wir reden erst kurz mit ihm. Humor. Ich hab keinen Sinn für Humor. Kann nicht kriegen, mein Humor. Ich versuch's, trotz des Fluchs. Muss jetzt gehen. Wiedersehen. Was denn los, Musikkritiker? Ja, okay, ich kann keine Witze erzählen. Zeig mich doch an. Ich bin humorbehindert. Bin verflucht worden. Fluch. Tragisch, nicht? Ich kann keinen Witz erzählen und wenn er mir die Zähne einschlagen würde, ich würde ihn nicht erkennen, seit ich Baba Yaga sauer gemacht habe. Blöde Witze-Blues. Sie hat absolut keinen Sinn für Humor, das kann ich dir sagen. Ich erzählte nur gerade einen Witz darüber, wie irgend so ein Heldenkerl ihre tollen Beine bewundert hat, nachdem er sie in einen Frosch verwandelt hat. Wie hätte ich wissen können, dass sie im Publikum war? Ja, sie war die Hauptattraktion. Egal, auf jeden Fall, Baba Yaga steht auf und sagt ein paar ziemlich schlechte Reime und das nächste, was ich weiß, ist, dass meine Pointen platt und meine Witze wässrig geworden sind. Jetzt hänge ich halt hier im Niemandsland und versuche Baba Yaga zu finden, dass sie den Fluch zurücknimmt und ich meinen Humor wieder krieg. Ja, kriegst doch gleich wieder von mir. Mein Name, was? Mein Name ist Bones, ganz im Ernst, Punny Bones, nah, der Könige und Könige der Nahen. Ich bin berufsnah, also versucht nicht, das zu Hause zu probieren, Kinder. Leider lache in letzter Zeit mehr Leute über mich als über meine Witze. Es ist schwer, ein Witzbold zu sein, wenn einem plötzlich der Humor versagt. Punny Bones. Komisch, dass du danach fragst, was? Komisch, dass du danach fragst. Witze zu reißen steckt mir in den Knochen. Aber meine Pointen sind in letzter Zeit ein bisschen steif geworden, knochig geradezu. Dieser Ort hier ist echt tot gestorben, verstehst du? Es gab Friedhöfe, auf denen ich ein besseres Publikum hatte. Was wissen die dann schon von Humor? Die glauben, wenn einem eine Torte ins Gesicht geworfen wird, dann ist das ein wahnsinniger Brüller. Macht mich rasend. Eine Torte, die an einem vorbeigeworfen wird, das ist komisch. Hä? Lass mich mal nachdenken, was habe ich gehört? Also, wir alle reden hier über dich. Niemand weiß, wie du hergekommen bist oder was du hier willst. Die sind hier alle so paranoid. Du solltest mal sehen, was für Blicke die mir nachwerfen. Gut, jetzt gebe ich dir mal einen Nutscher, damit du erlöst wirst und wieder lachen kannst, wieder Witze reißen kannst. Achso, müssen wir rausgehen erstmal, wa? Auf Wiedersehen. Schön, hier mal ein freundliches Gesicht zu sehen. Bis später, Kumpel. Ich glaube, wir müssen erst mal rein. Also aufgepasst jetzt. Wo nennt man einen Elefanten, der mit dem Kopf gegen die Mauer rennt?
Einen Elefanten natürlich. Ha, ha, ha. Also bist du ein Kumpel. Ja. Ich glaube, ich muss da mal rein jetzt. Ich hoffe, es klappt. Und ihm dann den Lutscher geben. Klopfen sie an der Tür. Wir haben gerade die Zauberheilkraft des Paladins erhalten. Aha. Habe ich dir schon die Story von dem Typen erzählt, der in diese Kneipe gegangen ist mit einem Necrotower, der ihm immer nachgelaufen ist? Er geht zum Wirt und bestellt einen Eintopf zum Essen. Der Wirt scheint nervös den Necrotower an und fragt den Mann, was sein Haustier haben will. Und der Kerl sagt, jeden, den er will. Nicht schlecht, was? Und so weiter. Jetzt gibt er mir Witzregel. Ja, er konnte es nicht, wir konnten es nicht mal hören. Er hat ihm automatisch schon die Witzregel gegeben. Was soll das? Versuchst du mir den alten Trick mit dem Senfkrapfen anzudrehen? Hey, ich bin Profi, Junge. Das ist mein Metier. Der sieht aber gut, trotzdem gut aus. Er isst den Witzriegel. Nicht schlecht sogar. Ziemlich gut. Hey, ich fühle mich komisch. Ich meine wirklich komisch. Was war das dann für ein Ding? Sie erzählen dem Zwerg von Baba Yaga und dem Witzriegel. Danke, mein Freund. Der Nahen bedankt dir. Du bist mein Held, Geld. Mein besser Mann. Bester Mann. Ich bin dein Fan. Achso, bester Mann. Ich bin dein Fan. Ja. Was kriegen wir jetzt als Dank dafür? Wir erzählen mal von Baba Yaga. So, du hast also mit einem Kuchen probiert. Schau an, hab immer schon vermutet, dass der Weg zu Babas Herz durch ihren Magen geht. War wahrscheinlich jemand, den sie gegessen hat. Du weißt doch, was man von Kannibalen sagt. Die haben immer ein paar Freunde zum Abendessen im Haus. Ja. So. Ich bin so glücklich. Es erinnert mich an die Zeit, als Dimlet der Zwerg im Bazar an Shapir einen Zauberring fand. Er hat an ihm gerieben und siehe da, ein Genie erschien. Ich gewähre dir drei Wünsche, sagte der Genie. Ja, also, mein erster Wunsch ist ein Beutel, der immer mit Gold gefüllt ist, sagte Dimlet. So soll es geschehen, sagte der Genie. Und vor Dimlets Augen erschien ein Beutel. Er dreht ihn um und ein Haufen Gold fiel in den Wüstensand. Wieder und wieder drehte er ihn um und immer mehr Gold kam zum Vorschein. Meister, ihr habt noch zwei Wünsche frei, sagte der Genie. Oh, stimmt ja, sagte der Gnom. Ja, dann gib mir doch noch zwei von diesen Beuteln. Glaub mir, ich bin so glücklich wie Dimlet damals. Du weißt doch, was man über Humor sagt. Wenn du es nicht hast, dann kriegst du es nicht. Und wenn du es nicht kriegst, dann gibst sicher einen, der es dir lang und breit erklärt. Ein fliegendes Gerücht hat nie Schwierigkeiten, irgendwo zu landen. Ich habe gehört, dass der Mann der Ladenbesitzerin abgehauen ist, weil sie so eine Beißzange ist. Das ist so eine, die sofort die Fehler bei jedem außer sich findet. Wenn die seine Meinung hören wollte, dann hat sie ihm erst ihre gesagt. Stimmt. Weißt du, warum Gnomenwitze so kurz sind? Damit sie einem Zwerg nicht über den Kopf steigen. Es hat keinen Sinn, einem Zwerg einen Witz mit doppelter Bedeutung zu erzählen. Er wird keine der beiden verstehen. Wenn man nach der Redensart geht, was du nicht kennst, kann dir nicht wehtun. Dann müssen Zwerge ja quasi unverwundbar sein. Natürlich wäre ich der Letzte, der behaupten würde, dass alle Zwerge einfach nur dumm wie Brot sind. Alle von denen sind auch ziemlich habgierig. Zwerge sind auf die harte Tour geizig. Die geben nicht mal Zeit her. Zwergen ist es egal, wie die Leute sie behandeln, solange sie es nur tun. Du weißt natürlich, was es gibt, wenn ein singender Drache auf ein Zwergenbergwerk fällt. Nein, weißt du es nicht? Na, dann wollen wir mal schnell das Thema wechseln. Pläne. Na, jetzt, wo ich wieder im Geschäft bin, gibt's noch eine Vorstellung und dann bin ich weg hier. Ich zeig den Bauern, dass der zuletzt lacht, den Witz einfach nur nicht verstanden hat. Gut, ich glaube, wir müssen nochmal runter. Dann macht er, glaube ich, nochmal seine zweite Revue. Ich speichere mal kurz ab. War das 16? Na, ich glaube. Ich glaube, wenn ich jetzt runtergehen würde, wird er, glaube ich, anfangen. Ich kann da mal rausgehen. Okay, bevor du jetzt die Fliege machst, verrate ich dir ein Geheimnis, das nur wir Gnome können. Ich erzähle dir den ultimativen Witz. Da hilft kein Betteln und kein Klagen, Junge. Da musst du jetzt durch. Ich erzähle dir den jetzt und wer ihn auch hört, der muss lachen. Kann nicht anders. Funktioniert nur einmal und sollte immer nur der letzte Ausweg sein. Ist also immer so der letzte Lacher, sozusagen. Und ich schenke ihn dir. Der Gnome erzählt ihnen einen ziemlich dummen Witz. Sie stellen fest, dass sie sich des Lachens trotzdem nicht verkneifen können. Verstehst du, was ich meine? Erzähl den Witz dem großen, bösen Kerl, der dir ins Leder will und verpfeift dich, wenn er am Ablachen ist. Viel Glück dabei und tschüss. Genau, dieser Witz ist nämlich überlebenswichtig. Den brauchen wir noch ganz am Ende. Aber wir gehen jetzt mal in unsere Bude. Und damit beende ich erstmal diese Folge. Bis später.